Hallo, ich bin Lotte, ich bin 23 Jahre alt und arbeite bei Melvin & Templeton in Paris im Bereich Customer Relationship Management. Wir sind der erste Kontakt zum Kunden und betreuen ihn vor und nach dem Kauf, vor allem per E-Mail und Telefon, aber auch im Chat oder Social Media. Bei der Arbeit im Kundenservice macht mir besonders viel Spaß, dass ich jeden Tag mit ganz vielen verschiedenen Menschen zusammenarbeite und irgendwie mit denen zusammen eine Lösung finde für deren Probleme oder Anliegen. Klar gibt es manchmal auch Leute, die vielleicht nicht so gut drauf sind und erstmal Dampf ablassen müssen, aber dann hilft es mir auch ganz gut, wenn ich einfach meine Distanz dazu bewahre und mir auch bewusst bin, dass das nicht persönlich gegen mich ist, sondern es ein konkretes Problem gibt. Und mit dieser Herangehensweise kommt man eigentlich dann auch immer ganz gut auf einen gemeinsamen Nenner und findet meistens eine Lösung für das Problem, die auch für beide Seiten gut ist. Während meiner Arbeit im Kundenservice für Melvin & Templeton habe ich gemerkt, dass vor allem Freundlichkeit, Einfühlungsvermögen, aber auch Pragmatismus besonders guten Kundenservice ausmachen. Bei meinem Praktikum hat es mir total geholfen, dass ich vorher schon in Paris war, weil ich als Au-pair hier hingekommen bin. Dadurch habe ich schon total viele Leute kennengelernt, ein bisschen gelernt, aus meiner Komfortzone auch herauszukommen und dadurch hat sich auch der Kontakt zu Melvin & Templeton ergeben. Wenn das nicht der Fall ist, dass man vorher schon in das Ausland gehen kann, wo man arbeiten möchte, kann ich nur empfehlen, dass man sich vielleicht im Vorhinein über Facebook connectet und dort Leute findet, die im gleichen Boot sitzen, mit denen man sich dann zusammentun kann. Hier bei Melvin & Templeton gefällt mir besonders, dass es so ein internationales Team ist, aber auch gleichzeitig eine total familiäre Stimmung, wodurch man auch viele Einblicke hat und auch Mitspracherecht. Und gerade in dem Bereich Onlinehandel finde ich es besonders wichtig, weil dieses Feld so dynamisch ist, dass man dort viel mitbekommt und auch in verschiedene Bereiche reinschnuppern kann.